Hi und willkommen bei mir auf dem Channel. Ja, heute fahre ich eine Ameise. Das sieht wirklich so für meinen Blick nach einer Ameise aus. Aber hey, diese Spiegeln sind zwar grottenhässlich, aber du hast einen mega Überblick. Ja, es ist eine Piaggio Sfera von Sanya. Oh, dieses Blinker hier triggert mich jetzt schon. Ja, das Wetter ist beschissen. Wir kommen gerade vom Garten zurück und da hat er gemeint, du musst die unbedingt mal fahren. Und ja, lieben gerne. Gerade Fahrzeuge, die mega abgehen, reizen mich immer. Und das Ding geht wirklich ab. Es ist eine 80er Sfera. Bombeding. Ich hätte gern das Getriebe davon für meine ZIP. Das wäre sowas von geil. Wenn das dann mal abends bei mir stehen lässt, schraube ich mal das Gewehr. Nein, Spaß. Sowas mache ich nicht. Oh, hier hat es schon geregnet. Von da, wo ich herkomme, ist es noch trocken. Aber regnen tut es nicht. Ah, ich wollte hier ballern und jetzt ist hier Schleichverkehr angesagt. Naja, ich werde sie die Tage mal wieder fahren können, wenn es mal schön sonnig ist. Und ja, bei Regen fahren die Fahrzeuge eh einen Tick langsamer. Und man fährt automatisch nicht Vollgas, also zumindest ich. Obwohl jetzt gerade schon. Ja, bis ungefähr hier ist so wie meine ZIP. Aber die hat noch ein bisschen mehr Power. Ja, hier legt man sich nochmal in die Kurven mit rein. Und bei so einem Wetter geht man lieber vom Gas. Ah, jetzt erwischt es mich. Jetzt kommt der Regen. Ja, wahrscheinlich werde ich auch den Relog hier abbrechen. Wahrscheinlich ist es eh total verregnet. Aber falls nicht, laber ich einfach mal weiter. Das ist meine Lieblingsstrecke hier. Hier kann ich nochmal die Fahrzeuge richtig gut testen. Eine lange, gerade, viele schöne, langgezogene Kurven. Und ja, raus aus der Stadt halt. Hier darf man so schnell fahren, wie man will. Naja, irgendwo sind schon Grenzen. So, jetzt wieder nur 50. Und zum krönenden Abschluss natürlich noch eine Bergfahrt. Moment kurz. So. Boah, das ist doch echt. Was haben die Italiener sich gedacht? Piaggio, Piaggio. Was ist denn das für ein Bäcker? Geil. Ich fahre hier so oft rum, aber ich habe das noch nie gesehen. Ah. Ja, ich habe auch meine Kamera neu positionieren und kleben müssen. Ja, ich hoffe, die Aufnahmen sind überhaupt brauchbar. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich viel zu viel nach da unten filme und statt nach da oben. Das muss ich im Auge behalten. Naja, sozusagen seid ihr mit mir auf der Testrunde. Wow, wow, wow. Okay, bei dem Roller drehen auch schnell die Reifen durch. Warum? Da hinten ist doch Gewicht drauf. Oh. Aber dieser Sitz ist einfach nur göttlich. Die Lenkung viel besser als bei der ZIP oder zumindest viel besser als bei meiner ZIP. Aber ich kick den Berg hier wesentlich schneller hoch. Und jetzt geht es schon wieder den Berg runter. Ja, also ich gebe gar kein Gas, lass einfach nur rollen.
Mhm. So, mal Vollgas. Ah ja, ich höre schon das Getriebe. Und fühle das Getriebe. Ja gut, wir haben weit über 100. Wahrscheinlich so 110 oder so. 120 vielleicht. Naja, eine grobe Schätzung. Ich würde sagen 110. Da darf man das Getriebe auch hören. Ja, rollt wesentlich besser als meine ZIP. Ich brauche das Getriebe aus der Möhre. Oder am besten den ganzen Motorblock. Würde mir gefallen. Aber ich habe gerade nicht so viel Kohle. Er würde sogar den Roller jetzt momentan verkaufen. Aber so viel habe ich gerade nicht auf der hohen Kante liegen. Und von daher, naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Sphäre. Ich taufe sie als Ameise. Einfach nur genial. Dieses, da kann ich eigentlich mit den Spiegeln lenken. Ne? Alla, ich wünsche euch was. Ciao.